Wahnsinn! Hey, ich bin der Jürgen aus Eberswalde und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Herr Lehmann. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana, blowing the side while Bobby sang the blues. When she and Wabba slapping time and Bobby clapping hands, sang that final song, driving me. Oh, it's a great song. Chris Christopherson wrote that song. Schon über 30 Jahre stehst du schon auf der Bühne. Länger. Also als Berufsmusiker bin ich doch seit 1971 unterwegs. Und ich habe Gitarre gelernt, erstmal nicht offiziell gelernt, von mich gelernt, zu Hause in Schottland. Mit 8 Jahren habe ich irgendwie nur angefangen zu klimpern. Halt. Und, wer hat dir die Gitarre gekauft, die erste Gitarre? Wer hat dir deine erste Gitarre gekauft? Mein Vater. Und das war eine Gitarre mit 4 Nylon-Saiten. Ne? Aber man könnte was drauf spielen. Ja? Also ich habe ein paar Jahre als Kind drauf gespielt. Da habe ich eine echte Gitarre bekommen. Ich habe aber keine Ahnung gehabt, wie man das stimmt. Und ich habe automatisch, wie viele andere Leute, denke ich mir, in der Zeit, in einer offenen Stimmung, zwar Akkord gestimmt, einfach so gespielt. Ja, entweder. Und erstmal mit 13 habe ich ein Buch bekommen, wo drinsteht, wie Gitarre wirklich gestimmt werden musste. Und dann habe ich angefangen zu lernen, ab diesem Punkt, ab 13 Jahren. Du bist also in Schottland groß geworden? Ich war in Schottland geboren. Ich bin mit meiner Familie über 6 Jahre nach Australien gegangen und bin mit 12 Jahren in England geschickt in die Schule. Hm. Weil meine Mutter hat gesagt, eine von der Familie muss was lernen. Ich habe trotzdem nichts gelernt, außer jetzt. Hast du auf deinem musikalischen Weg Schulen besucht, Musikschulen, Musik studiert oder hast du dir alles autodidaktisch angeeignet? Ich habe Noten gelernt, aber lese immer noch ungern, weil ich habe Jobs bekommen als Studiomusiker. Und manche Leute verlangen, dass du ein Solo spielst, genau was die ausgedacht haben in Noten. Aber es ist nicht gut. Es ist besser, wenn du frei, ohne Noten. Was ich bei Kleinkunst, Country, Blues und sowas, sollte einfach nur ein ganz simple Volksmusik sein. Du brauchst keine Noten, du brauchst nichts zu studieren. Jeder kann Gitarre spielen. Du brauchst nur 3 oder 4 Akkorde und kannst deine eigene Lieder schreiben. Das ist kein Problem. Als Studiomusiker, welche Künstler hast du da begleitet? Ich habe viele Leute ins Studio gearbeitet. Wolfgang Ambros zum Beispiel, John Mayall. Weiß nicht alle. Viel. Sehr viel. Und als du dann aufgehört hast, als Studiomusiker zu arbeiten, bist du dann durch die Welt gezogen? Nochmal? Als du aufgehört hattest, als Studiomusiker zu arbeiten, bist du dann durch die Welt gezogen, als Musiker? Ja, für mich freier. Freier jetzt. Zum Beispiel heute Abend, ich habe kein festes Programm gehabt. Eine Liste von Lieder. 1, 2, 3, 4, es ist spielen durch, ist langweilig. Dieser Freiheitsgefühl zu spielen, was in den Kopf kommt, oder ein Wunsch von das Publikum, ist mir viel lieber. Einfach schöner. Wie gefällt dir das Publikum in Donau? Ganz toll. Also ein kleines Publikum, waren nicht viele Leute da, weil bei Freunden kann man nicht, die haben Kleinkinder und können nicht kommen, aber trotzdem. Ganz liebe Leute, ganz toll. Ja. Kaffee ist fantastisch. Super gemacht, eine eingebaute Atmosphäre hier. Das ist schön. Take the ribbons from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin.
by my shadow on the wall. Come and lay down by my side in the early morning light. All I'm taking is your time. Let me make it through the night. I don't care if it's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Tonight, I'm your friend. Yesterday is dead and gone. And tomorrow out of sight. Oh, it's sad to be alone. Help me make it through the night. Man sagt ja, du spielst Fingerstyle. Was ist darunter zu verstehen? Genau. Hm? Die alte Stil, die Gitarre war früher nur mit Fingern gespielt. Hm? Bis ja, in den 20er Jahren habe ich ein Plektrum entdeckt. Ja, die meiste Gitarre ist gespielt mit Plektrum. Aber ich finde mich zu flexibel. Zum Beispiel kannst du nur mit Fingern. Nur mit Fingern. Mit Plektrum geht es überhaupt nicht. Aktuell in deinem Programm verwendest du ja zwei Gitarren auf deiner Bühne. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Gitarren? Ja, der Trick für mich ist einfach den Musik. Die eine ist als Blechdosen, als Kittycut. Die eine ist als Kittycut-Dosen, die eine Gitarre. Ja. Das ist eine ruhige Art der Blues-Gitarre, das ist Baujahr Anfang der 70er Jahre, aber sie ist sehr laut. Aber das gehört, wie laut diese Gitarre ist, nur meine beste Gitarre, ohne Fingerpicks, aber die ist... Und bei der Wahl von vielen Gitarristen, Blues-Gitarristen in den 20er, 30er Jahren, weil Blues war eine Straßenmusik und gab damals keinen Verstärker. Oder wenn Verstärker gab, die schwarze Leute können nicht leisten. Blues war, muss laut sein. Und diese Gitarre hat die Lautstärke geliefert. Du kannst die Gitarre auf der Straße hören, 100 Meter, 200 Meter. Das ist einfach bombastisch. Das hat die Leute dann gebraucht. Das war ein Teil des Blues geblieben. Ich finde, für manche Lieder, man muss diese Gitarre einfach nehmen, weil es hat die authentische Klang. Die werden leider nicht mehr gebaut. Und es gibt eine Firma in Japan, die bauen die wieder, aber es ist anders. Die originalen Instrumente sind einfach schwer und schön. Das ist der Originale. Ganz stolz darauf. Zum Abschluss nochmal die Frage, wer bis nächstes Jahr, Mai 2018, nicht warten kann, um dich auf der Bühne zu sehen, wo bist du dieses Jahr noch zu sehen in Deutschland, in der Welt, live? Wo ich bin? Nicht. Wo trittst du jetzt in der nächsten Zeit live in der Deutschland, in der Welt auf? Ah, morgen bin ich in Luxemburg, 2 Tage und dann habe ich 2 Tage Pause in der Hotel Room, leider. Und dann bin ich in München ein paar Tage, 2 Tage Konzerte und dann im Studio wieder. Und dann werde ich auf Tournee gehen mit meinem Freund Ferdl Eichner, der spielt Mundharmonika in Norddeutschland meistens. Einen Auftritt in Dänemark haben wir. Du bist in Norddeutschland auch auf Rügen. Und einen Auftritt haben wir in Hamburg, das war der Rest, weiß ich nicht mehr. Mhm. Also, so viel Informationen zu behalten im Kopf. Ich weiß meistens vor dem nächsten Tag, weiß nicht, wo ich bin den nächsten Tag. Das weiß ich nicht mehr. John, ich danke dir ganz herzlich erstmal für den Abend heute hier am Döner, für das Interview und ich denke doch, bis Mai 2018 werden wir uns nochmal sehen.
Danke. Danke, wir sehen uns wieder. Nee, wir sehen uns wieder. Danke. Alles klar. Danke. Ciao.